Willkommen zurück hier zu Deus Ex mit der 8456 und auf dem Weg in die Kommandozentrale, um hoffentlich die Rakete aufzuhalten. Und ich frage mich, ob ich den einen Laser mit dieser Kiste... Nein, kann ich nicht. Alles klar! Das funktioniert nicht, allerdings werde ich da wahrscheinlich eh nicht reinkommen, ohne Alarm auszulösen. Ich mag die Waffe. Gut, dann gehe ich hier mal eben in Deckung. Oh, die brauchen zwei Schüsse, die Sau, die Schweine. Drei? Oh, verdammt. Erledige du dich mal eben selbst, bitte. Und du vielleicht auch. Ah, nicht jetzt nachladen, verdammt. So, jetzt. Ist nur noch eine Frage der Zeit, ist ja unfalsch. Nein, Lamb! Schrot, MP-Granate, sehr schön. Und hast du was dabei oder hast du dich gerade. Ich glaube, der hat sich gerade selber gesprengt. Na gut, das da wollte ich. Genau, Sniper-Munition, wer sagt's denn? Geht doch. Gut, bei dem war es gerade nichts Sinnvolles, genau. Ich könnte die Treppe hoch. Aber ich will da hinten hin. Zwei Dietriche. Hm, vielleicht finde ich ja den Schlüssel oder kann von oben rein. Ich kann die Leiter hoch. Das probiere ich jetzt mal zuerst. Oh nein! Wirklich? Ich bin noch auf Sabot? Ah ja, richtig. Hallo? Danke. Ich bin noch auf Sabot. Ich habe ja gar nicht bei der ersten Aufnahme, beim ersten Aufnahmeversuch der letzten Folge habe ich auf normalen Schrot gewechselt gegen die Gegner. Gegen die menschlichen. Ah, wie vermutet. Ich kann hier tatsächlich rüber. So, jetzt erstmal, Spül nicht vergessen. Ich muss über den Klopapier rollen, Alter, ernsthaft? Das Passwort ist Elder, Login Elder, Passwort Armageddon, okay. Why are you locked in the bathroom? Closest thing we have to a jail cell. And I found out about Howard Strong. He's the reason we're about to nuke Vandenberg. Who's Strong? You won't believe me. Go ahead. He's an agent for a secret high-level conspiracy called Majestic 12. Interesting. I'm not crazy. The guys in the black uniforms aren't U.S. soldiers. Ever since they got here, Strong's been in charge. I didn't call you crazy. Ah, sehr schön, Desi, sehr schön. Ich will da hoch. Ich will den Spiegel zerstören. Da ist bestimmt was hinten dran. Ah, komm schon. Wofür habe ich denn das da? Okay, das funktioniert nicht. Dann vielleicht damit. Nein, schade. Wäre ja auch zu schön gewesen. Moment, Blödsinn. Von innen kriege ich die Tür ganz bestimmt nicht auf. Wenn man so eine Gefängnistür von innen aufmachen könnte, wäre da irgendwas grandios schiefgelaufen. Ist da drüben noch was? Ja. Okay. Dann heile ich mich mal eben. Gehe nochmal da runter und über die Treppe da hoch. Das war ja eben ein anderer Plan. The abort switch is straight ahead. First, abort the launch. Then use the terminal on the left to reprogram the missile to hit Area 51. Okay, hier ist kein Gegner. Das heißt, ich kann hier ganz gemütlich ausschalten. Ah.
interessant. Ein Sicherheitsterminal, das nur zugänglich ist, wenn man was tut, wenn man nicht gerade den Raketenstart im Gang hat. Was? Nein. Wobei, ich kann hier wieder abbrechen. Mal gucken, ob ich jetzt ein anderes Ziel auswählen kann. Aber warum können wir das hier nicht mehr abbrechen? Ich will doch gar nicht hier sterben. Na gut. Den nehme ich mal mit. Ah, hier ist jetzt offen. Interessant. Ich kenne da so einen Trick gegen Gegnermassen. Der nennt sich Raketenwerfer. Und das da unten ist der Weg, den ich für Zwergesel lasse. Der führt bestimmt auch davor, unter den Gitter halt. Moment, was? Wo seid ihr? Oben oder unten? Das war nicht so klug. War das Page? You won this round, but I've still got Helios and we're a mile underground. Time for plan C. Rocket's about to launch, I'll meet you topside. Da habe ich gerade aber Glück gehabt, dass ich schnell genug geschaltet habe. Wow, um die Tempoerhöhung anzumachen. Sonst hätte mir das wahrscheinlich komplett die Beine zerfetzt. Vielleicht mich komplett auch. Jetzt wüsste ich allerdings gerne, wer das da oben war. War das Page? Das glaube ich ja eher nicht. Ah, Howard Strong. Lamb nochmal, okay. Sechs unten oder oben? Oben. Verdammt. Nein, ich will nach unten. Nein, da ist ein Energiebot. Da will ich hin. Dumm-di-dumm. Irgendwie hier bin ich ein kleiner Fan davon geworden, gerade diese Gegner hier zu betäuben. Weil die dann nicht explodieren und man ihnen nützliche Dinge abnehmen kann. Moment, ich hab doch da so eine tolle Sache. Hihi. Komm schon, fall um! Warum fällt er nicht um? Jetzt fall doch mal um! Das gibt's doch nicht! Fall um! Junge! Du hast zwei Betäubungspfeile in dir! Fall um! Ist das umgefallen? Nein! Okay, Zeit für Plan B. Schade. Vorhin hat es wunderbar geklappt am Anfang der Folge. Warum jetzt nicht? Immerhin habe ich mal einen Fall wieder. Moment, ich will ja gar nicht hoch, ne? Ich will ja runter. So eins. Oh je, was ist das denn? Ist das radioaktives Wasser? Nein. Interessant. Ach so, das wird wahrscheinlich dafür sein, dass der Boden nicht übermäßig heiß wird oder so, ne? Wenn die Rakete startet. Ach nein, das sind die Treibstofftanks. Natürlich. Die sind gekühlt hier unter Wasser.
damit die nicht irgendwie auf die Idee kommen, von sich aus außerhalb der Rakete zu reagieren. Ah, gut, dann mal die 2. Die 2, genau, da war der Howard Strong. Da war ich vorhin. Ich will zu dem Biobot. Wo ist denn der? Der muss doch irgendwo sein. War der nicht hier? Nö, hier war er nicht. Und bevor ich jetzt hier noch Munition verschwende, weil, ist doch egal. Sobald die Rakete startet, sind die eh wieder weg, die Viecher. Da ist er. Geht doch. Bin ich gerade angeschlagen? Yep. Ich heile mich mal eben. Bevor ich mich auflade. So, jetzt aber. Du am Bot. Ich würde dich ja gerne mitnehmen. Aber leider. Leider geht es nicht. Das ist die 4, ne? Genau. Dann gucke ich mal die 5 an, was es da so gibt. Mach mal eins höher. Ach ja, da kam ich rein. Okay. Und die 6 ist natürlich dann der Ausgang. Was ich ein bisschen seltsam finde, weil eigentlich zählt man ja in so unterirdischen mehrstöckigen Dingern üblicherweise rückwärts. Was zur Hölle? Was ist da denn gerade passiert? Hab ich das hingekriegt? Ah, komm schon. Oh, komm schon, Tessi. Stell dich nicht so an. Wie habe ich das denn gerade hingekriegt? Bin ich da ernsthaft? Runter. Ja, bin ich. Meine Güte, da ist eine Lücke. Warum ist da eine Lücke? Wie dumm. Ah, sehr schön. No one to Area 51, Letztes Mal in der letzten Folge wollte ich auch noch hier rüberlaufen, um zu schauen, was es hier so alles gibt. Und naja, jetzt weiß ich's. Den Ausgang. Alles klar, gut. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen und nach dem Flug geht's dann in der nächsten Folge weiter. Tschüss. Let's get out of here. There's a hero's welcome waiting for you at Vandenberg. We're going to Area 51. Alone? Don't you think we should regroup first? I'm going after Bob Page.